Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Hamburgs Food-Szene wurde stark kritisiert, schärfstens ins Visier genommen. Wir haben angeblich keine Ahnung, um das Ganze zusammenzufassen. Wir haben Dönerladen nicht auf dem Schirm, der wohl die absolute Nummer 1 sein soll in Hamburg. Ich spiele euch mal erstmal die Szene vor, Stimme nachgesprochen, Bild unkenntlich gemacht. Danach sage ich nochmal was dazu. Willkommen in meine Stadt, ihr seid Fitnesser und macht Ranking von irgendwelchen Dönerläden hier. Und komisch, ihr wisst ja so Bescheid, aber wieso kennt keiner von euch diesen Dönerladen, der sein Spieß jeden Tag selber macht? Weißt du, ist der beste Döner Hamburgs? Für mich, ja, wirklich. Ihr habt's gehört, wir machen uns auf den Weg dahin, checken das ab. Dazu muss ich eins sagen, ich denke mal, der Kollege ist nicht ganz so tief in der Food-Szene drin, auch nicht schlimm. Die Jungs vom Foodflash sind schon da gewesen, Video wird in der Videobeschreibung eingefügt. Die waren schon lange vor diesem Video da. Wir fahren jetzt hin, bilden uns selber eine Meinung und schauen, ob der Döner wirklich ganz nach oben in Hamburg schafft. So, bevor ich das verschepper, mein Kollege Ivanio war auch schon da, hau ich auch in die Videobeschreibung. Ne? Also falls euch da noch ein paar mehr Meinungen interessieren, ich will da gar nichts zu sagen. Ich will mir selber ein Bild machen, ein paar Bilder noch von der Fahrt und dann direkt beim Döner. Wir haben geparkt, wir sind jetzt unterwegs zum Laden, ist direkt da vorne. Was mir noch wichtig ist, einmal, was ich gesagt haben möchte. Egal, ob jemand sagt, ich habe Unrecht, ich bin Idiot oder ich bin der Geilste. Man darf nicht vergessen, da steckt immer noch ein Gastronom hinter. Ich würde niemals einen Gastronomen schlecht reden, um zu beweisen, dass jemand Müll redet und keine Ahnung hat. Ja, ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Ehrliche Meinung heute und ich freue mich, wenn der gut abschneidet. Ich freue mich sehr. Sehr charmant, die kleine Straße hier. Gefällt mir gut. Wir sind gleich da, keine Angst. Hier ist übrigens direkt auch die Reeperbahn nebenan. Also wer den Döner testet, sich selber ein Bild machen möchte, kann direkt danach einen wegstecken auch. Hier auf der Reeperbahn, direkt nebenan. Super Preise, super Leistung. Ja, wollte ich eben noch gesagt haben. Kleiner sympathischer Laden, wie gesagt, da ist er. Unscheinbar. Hi mein Lieber, grüß dich. Steckt ihr hier hinten den Spieß selber in der Küche? Ist Kalbfleisch, ne? Ja, selber ausgemacht. Ah, macht ihr hier hinten selber? Ah, stark. Ja, mein Lieber, ich würde einen Döner nehmen, einen ganz normalen Döner, nach deiner Empfehlung einfach, wie du sagst. Genau. Also ich habe gerade gefragt, er sagt kein Hackfleisch im Spieß drin. Super, danke dir. Direkt erster Eindruck, Fleisch, buttriges Feeling. Schmeckt wunderbar, schmeckt auch noch das Fleisch durch, super. Ein, zwei Stücke mal zärter, ein, zwei mal nicht ganz so zart. Wir brauchen das Gesamtfeeling. Was auch direkt auffällt bei dem Salat, sehr säurelastig. Definitiv halt eingelegter Salat, Rotkohl, mächtig Säure drin. Schön mit dem Pulver noch drüber. Eins kann ich bestätigen, haben die anderen auch gesagt. Ich würde jetzt nicht sagen, so ein bisschen Asia-Feeling. Ganz so weit würde ich nicht gehen, aber er hat ein Special-Feeling. Ein erster Biss war stark, muss ich wirklich sagen.
Tzatziki gut. Selbst wenn ich mich hier als Vollpfosten darstelle, selber, so nach dem Motto, okay, ist ein heftiger Döner in Hamburg, kannte ich aber nicht. Und der Typ hat sogar recht, dann ist es so. Aber der Mann, der dahinter steht und diesen Laden führt, fast 30 Jahre mit viel Liebe, der hat es einfach nicht verdient, dass ich jetzt Mist rede, um mich nicht als Ochsen darzustellen und jemand anders als Idioten darzustellen. Deshalb, bei mir könnt ihr euch sicher sein, meine Meinung, mein Geschmack wird gesagt. Egal auf wessen Kosten. Wenn es um meine Kosten ist, dann ist es halt so. Schönes Spiel von Soßen, schönes Fleisch, die Konsistenz, wo ich gerade beim ersten Happen Fleisch, sag ich mal, Angst hatte, dass das den Döner killt, kommt kaum rüber, ist wohl mal ein Stück Fleisch, aber dadurch, dass der allergrößte Teil zart ist, merkt man es nicht. Ganz besonderes Feeling, einfach eine Geschmacksnote, die ich so gar nicht definieren kann. Bisher ein gutes Ding. Gemüse schießt rein, gut die Gurke. Es gibt einfach Döner, da ist Gurke so geil. Bei manchen bockt es einfach nicht. Erinnert mich ein bisschen an Charos Lieblingsdöner. Grüße gehen raus an Charo. Genau das gleiche Feeling. Super. War Fleisch, sehr special, betonen auch, dass es selfmade ist, hausgemacht. Wir machen jeden Tag also ihren Spieß frischen Wolle, komm her, zeig dir was. Da bin ich. Also war nicht das Einzige, was gesagt wurde. Zum Beispiel auch Holle möchte gern Food-Experte und so. Ist mir alles scheißegal. Nur für euch, dass ihr euch nicht in Zukunft verarschen lässt. Da draußen, wenn ihr euren Dönermann fragt, wie ist das und. Es wird gelogen und betrogen. Und es gibt einfach ein paar Kleinigkeiten, da erkennt jeder, ob ein Spieß tiefgefroren ist oder nicht. Guckt euch mal da unten den Spieß an. Ich blende das ein. Gleichbleibende Masse. Das geht nur, wenn es gefroren ist. Wenn ihr einen frischen Spieß habt, der wiegt 30 Kilo, das lappt da unten rüber. Das ist nicht so gleichmäßig. Punkt 2 ganz oben, sag ich mal. Da ist so ein Hut drauf. Das ist die Optik, die wird drauf gemacht. Die ist auch klebt. Auch ganz doll an, das sieht man, das ist nur, wenn es gefroren ist, sonst wälzt sich das eher ab, sage ich mal. In der Mitte habt ihr dann noch den Fleischschaft, der austritt, das ist auch in der Form, in der Menge, sage ich mal, und auch in der Farbgebung nur beim gefrorenen Spieß. Ich habe so einen Kollegen, der ist so gut wie blind, der schnalzt immer so mit der Zunge, um den Hall wieder aufzufangen, so. Dann kommt das wieder und er checkt, ja, was für ein Bild von ist. Selbst der hätte das gemerkt. Also, was ich sagen will an die Jungs, die das Video gemacht haben. Spart ein bisschen an den Sprüchen mit anderen Leuten, keine Experten. Das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass das ein gefrorener Spieß ist. Aber ein leckerer Döner. Und da stimme ich euch zu, ist ein leckerer Döner. Und in Hamburg gerade, finde ich, muss man den kennen, weil er sich abhebt und wirklich einen anderen Geschmack hat. Aber am Ende des Tages trotzdem, ja, ein Döner wie viele, viele andere. Kuss, nimmt sportlich zu der Bewertung vom Döner. Also, ich muss sagen, mein Lieber, Top-Döner. Wirklich stark. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ne? Eines kann ich nur sagen. Das stärkste Fleisch, was ich bis jetzt hier hatte. Deswegen eine 9,0. Es ist 100%ig. Jetzt zu meiner Bewertung. Ich blende mal mein Döner-Ranking in Hamburg ein. Beispiel Miss Tantoni. Da gehst du 10-mal hin, der ist immer lecker, aber mal ist er wirklich ganz, ganz stark. Mal ist er so, ist immer anders. Das kannst du hier auch haben. Uhrzeit, morgens, abends, Fleisch, jedes Mal anders. Es war einfach ein starkes Gesamtprodukt. Fleisch war anders, Salat war super. Kriegt 8,4 Punkte von mir. 8,4 für Hamburg, wirklich stark. Wirklich ein starkes Ding. Ist absolut weiter zu empfehlen. An alle Hamburger kann man sich mal geben. Aber ich vermute wirklich stark, dass er sehr unterschiedlich sein wird. Gerade beim Fleisch habe ich gemerkt, oh, ein paar Stellen zart, ein paar nicht. Kann auch wirklich daneben gehen. Aber heute dieser Test, guter Döner. War das scheiße gesagt. Bis zum nächsten Mal.